Ich will nicht so viele Anekdoten aus meinem Leben erzählen, nur das Wichtigste, was Sie wissen müssen. Mit 20 Jahren 1971 bin ich verunglückt mit dem Auto und habe seitdem eine Querschnittlähmung. So eine Querschnittlähmung hat als eine der Konsequenzen Einschränkungen im sensorischen und motorischen Bereich ab einer bestimmten Bruchhöhe. Ja? Wirbelsäule ist gebrochen, ab einer bestimmten Bruchhöhe gibt es dann Einschränkungen. Vielleicht hat das was mit dem Thema zu tun, über das ich heute rede, Sexualität. Wenn es zu einem solchen erheblichen Lebensereignis kommt, muss die Identität umgestellt werden. Und das ist ein schwieriger Prozess, wahnsinnig schwierig. Wäre übrigens auch schwierig, wenn es in die andere Richtung gehen würde. Also ich habe jetzt so viel dafür gearbeitet, mir eine bestimmte Identität anzueignen und lebe gut damit, die würde ich nicht wieder aufgeben, auch wenn ich dafür nicht behindert sein sollte. Ja. Schwierige Umstellung. Ich habe dann Psychologie studiert. Das ging plötzlich. Ja. Die Interessen wurden anders. Ich habe mehr gelernt und habe dann Psychologie studiert. Danach bin ich aber, weil ich mittlerweile Mitglied der emanzipatorischen Behindertenbewegung war damals, die einen ziemlichen gesellschaftlichen Stellenwert hatte. Vielleicht haben Sie schon mal gehört, dass es mal eine Krüppelbewegung gegeben hat. Eine Zeit in den 1970er Jahren, in denen viele Behinderte das Gefühl hatten, es wäre jetzt Zeit, einmal undankbar zu sein. Und das waren wir dann auch. Es hat viel verändert, dass wir heute zum Beispiel ein öffentlichen Personennahverkehr haben, das hat mit der Undankbarkeit dieser frühen Jahre zu tun. Einen öffentlichen Nahverkehr, der rollstuhlgerecht ist, weitgehend. Aber ich wollte ja nicht über den Nahverkehr reden. Gemerkt. Immer, Sie sind aufmerksam. Immer noch. Ja, aber das Institut zur Selbstbestimmung Behinderter in Trebel, in dem ich heute arbeite, das hat sehr viel damit zu tun, dass ich diesen Werdegang genommen habe. Es gab dann eine Zeit, da war ich der Behindertenreferent der Grünen Bundestagsfraktion. Also diese Bewegung hatte einen Stellenwert, dass sie auch von einer Bewegungspartei damals aufgenommen worden ist. Die Partei wurde dann aber 90 wurde sie dann nicht mehr wiedergewählt. Damals war ja die Wendezeit und vielleicht haben einige das schon mal gehört oder miterlebt. Wurde dann nicht wieder. Und ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter verlor dann meinen Arbeitsplatz. Und dann habe ich mir gesagt, machst du wieder was Anständiges, machst du mit der Psychologie weiter. Dann haben meine Frau und ich, die auch dabei ist, wir haben dann in den nächsten Jahren insgesamt 3 Kinder bekommen zusammen und haben uns dann niedergelassen in Trebel, in einem kleinen Ort in Niedersachsen. Dort wollten wir schon immer die Kombination aus Freizeit, freier Zeit, Urlaub und Beratung etablieren, und das haben wir dann gemacht. Und nun steht dort seit vielen, vielen Jahren, nämlich seit 1998, ein Gästehaus, in dem Einrichtungen aus der Behindertenarbeit Urlaub machen und somit uns in Unabhängigkeit versorgen. Also ungefähr 90% der Besucher bei uns in Trebel machen nur Urlaub, einfach nur Urlaub, haben dann Sex miteinander,
wie das im Urlaub üblich ist oder nicht üblich ist, wie bei Ihnen auch. Die übrigen Gäste kommen wegen ihrer Probleme oder wegen ihrer Interessen zum Thema Sexualität. Ungefähr 80% sind geistig Behinderte. Ich bevorzuge das Wort Behinderte, auch für mich selber, weil es für mich am besten ausdrückt, dass es hier um Identität geht. Behinderung hat viel mit Identität zu tun, und Identität wird, das wissen wir seit Erik Erikson, aus einer Kombination aus Fremdwahrnehmung und Reflexion und Selbstwahrnehmung zusammengesetzt. Ja, das, was wir Identität setzen, ist eine Zusammensetzung aus verschiedenen Quellen. Das, was ich über mich denke und was die Allgemeinheit über mich denkt. Und selbst wenn ich denke, ich sei ganz normal, kriege ich immer auch von dem Rest der Menschheit das Feedback, dass ich das eben nicht bin. Und daraus entsteht dann mit der Zeit eine Identität, die ich sehr wertschätze. Ja, dort arbeiten wir mit geistig Behinderten und deren Betreuerinnen und Betreuern. Was wir sehr früh schon gemerkt haben, ist, dass die Kommunikation über das Wort bei dieser Klientel nicht besonders weiterbringt, weil es auch ganz viele Menschen, ja, auch mit autistischen Erfahrungen, weil wir es mit denen zu tun haben, bringt das Wort nicht sehr viel. Wir mussten dann auf die alte Weisheit zurückkommen, dass man durch Verhalten, durch sich Verhalten, durch das Umgehen mit der Welt auch viel lernt. Sogar noch besser lernen kann, sogar bei Nichtbehinderten ist das der Fall, wenn sie ein bestimmtes Problem bewältigen, in Auseinandersetzung, indem sie etwas tun, indem sie sich verhalten. Können Sie besser lernen, als wenn Sie nur ständig über Ihre Bücher sich bewegen. Sexualität. Ich als Therapeut darf ja nicht in den sexuellen Kontakt mit den Ratsuchenden gehen, das wissen Sie nicht. Wo kriege ich nun, das war die Frage damals, jemanden her, der das darf? In den sexuellen Kontakt gehen, wer das darf und mit mir zusammenarbeiten könnte. Na, die Idee war schnell da, aus dem Feld der Prostitution. Das haben wir dann auch angefangen. Und das hat von Anfang an funktioniert. Allerdings haben wir sehr schnell gemerkt, dass die klassische Prostitution und das, was wir brauchen in der Therapie, dass das nicht gut funktioniert. In der klassischen Prostitution, ich rede jetzt pauschal, ja, muss ja auch fertig werden, in der klassischen Prostitution geht es häufig darum, eigene Gefühle auszusparen, wegzudrängen, in andere Felder zu setzen. Das, was wir brauchten, waren Frauen und Männer, die über eine so sichere Sexualität verfügen, dass es keine Schwierigkeiten gibt, aber auch bereit waren, für uns als Surrogatpartner in der Therapie für die Ratsuchenden zu fungieren. Und dazu mussten sie ihre Gefühle einsetzen können. Ja? Es geht darum, für eine kurze Zeit eine Art Beziehung aufzubauen, eine sehr enge, eine hautnahe Beziehung. So, und so haben wir das wesentliche Instrument unserer Erotik-Workshops in unserer Arbeit langsam etabliert. Wir machen noch viele andere Dinge, aber ich muss mich konzentrieren und ich glaube, dass es das interessanteste Feld ist. Stellen Sie sich vor, so ein Erotik-Workshop geht über ein Wochenende.
Wir haben also viel Zeit. Es gibt mittlerweile auch Sexualbegleitung für behinderte Menschen. Das sind auch häufig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei uns ausgebildet worden sind. Aber das sind doch immer nur Stunden, stundenweise Begegnung. Wir haben schon sehr früh uns darauf konzentriert, so etwas, das ist meine Rettung, das haben Sie gemerkt, dass mir der Hals trocken wird, nicht? Gut, ich stelle es da ab. Ja, Dankeschön. Ja. Erlebnispädagogik, da haben Sie doch bestimmt schon mal was von gehört, ne? Das ist Fahren übers Eiselmeer, ne? Mit einer Gruppe, die nicht so schnell vom Schiff weg kann. Die müssen dann das, oder Klettern im Hochwald oder so, nicht? Die Idee ist dabei, eine bestimmte Aufgabe, die mit Motivation, mit Emotion, mit Anstrengung, eine bestimmte Aufgabe zu kreieren und einem Menschen, der das möchte, der dazu bereit ist, in dieses Feld gehen zu lassen, bereit zu sein für ihn. Mit Vorbereitung. Und dann zu schauen, was er dort an Erfolgen und Misserfolgen hat. Und die dann noch einmal nachzubearbeiten. Also Vorbearbeitung eines bestimmten Versuchsfeldes, Unterstützung, aber nicht zu viel Führung. Das ist das, was die Erlebnispädagogik fordert. Und das machen wir. Wir haben also die Zeit, eine bestimmte Begegnung, soziale Begegnung vorzubereiten und nachzubereiten. Und die Begegnung ist dann das intime Zusammensein mit einer professionellen Sexualbegleiterin, so haben wir das dann genannt. Wir mussten ja ein Wort erfinden und dann haben wir dieses Wort Sexualbegleitung, das ist mittlerweile für alles Mögliche auf dem Feld dann angeeignet wurde. Also stellen Sie sich vor, es ist Freitagabend. Ein gemütliches Haus mitten auf dem Lande. In einem großen Raum ist eine Festtafel aufgebaut. Meine Frau hat in der Küche mit ihren Mitarbeiterinnen ein sinnliches Abendessen vorbereitet. Das Sinnliche daran ist, dass das Fingerfoods sind, also man hat kein Besteck dazu, man muss schon direkt mit der Nahrung Kontakt aufnehmen, soweit es geht. Und es schmeckt ganz gut, es geht nicht so schnell, man kann nicht alles so reinschlingen, sondern man muss immer mal wieder zum Tisch gehen, das zieht das Ganze, gibt aber auch Pausen. Und dort sitzen wir nun zusammen. Die Sexualbegleiterinnen, zwei, im Idealfall der Sexualbegleiter, einer. So ungefähr ist auch das Verhältnis der Nachfrage eigentlich noch schlechter im Verhältnis zu Frauen. Wenn Sie das interessiert, warum das so ist, nehme ich gerne auf Fragestellung. Dort sitzen die also, 5 Leute maximal. Viele kennen wir da schon, die kommen ein zweites Mal, ein drittes Mal, aber dann hört das auch so langsam auf. Jetzt habe ich ja erst über die Sexualbegleiterin gesprochen. 2 Frauen, ein Mann, von uns selber ausgebildet. Dann sind dort 5 Behinderte. Dann sind manchmal Studentinnen und Studenten da, die ihre Bachelorarbeit schreiben oder Master oder was auch immer, Hausarbeiten. Manchmal kommen sie zu uns, manchmal schreiben sie nur E-Mails, nehmen teil für ein Wochenende, zwar nur beobachtend. Wir machen dann die Trennung zwischen den erotischen
angeboten. Da gehen nur die Sexualbegleiterinnen mit und manchmal die Betreuerinnen. Hier. Wir lernen uns dort kennen und wir vom inneren Team, wir schauen schon, welche Geschichten begegnen uns dort. Wir fassen den Menschen, um besser voranzukommen, auf als Geschichte, die er mitbringt. Diese Geschichte versuchen wir schon sehr schnell zu erfassen, sodass wir dann auch weiter dieses Terrain vorbereiten können, das wir anbieten. Ja, wir sehen, wie gehen Betreuer und zu Betreuender, wie gehen die miteinander um? Welchen Stellenwert haben die? Gibt es eine große Abhängigkeit oder weniger große Abhängigkeit? Gibt es Betreuerinnen, die uns schon von vornherein briefen wollen, was wir nun zu machen haben, oder nicht? Sind sie sehr offen? Sind sie sehr nervös? Nicht? Das müssen Sie sich vorstellen. Da kommen behinderte Menschen, die haben ihr Lebtag noch niemals Sex gehabt. Keine Form von Sex, außer Masturbation. Und denen hat man nun erzählt, dass sie dort Sex mit Frauen oder Männern machen können. Ja. Manche sind sehr nervös dabei. Und da müssen wir auch gucken, was können wir dann letztendlich zumuten oder nicht. Eine gewisse Erfahrung, wir machen das jetzt seit 2000 mit geistig Behinderten und seit 97 mit Körperbehinderten. Ja, das machen wir alles schon an dem Abend. Und zum Schluss gibt es dann noch ein kleines Spiel, etwas Harmloses. Dann haben wir uns ja schon kennengelernt, zum Beispiel, wie man flirtet. Es geht ja nicht nur darum, dass wir Wissen zum Thema Sexualität vermitteln, Erfahrung zum Thema Sexualität, sondern eben auch zur Partnerschaft. Dann ist der Abend vorbei und alle sind einfach ja, beruhigt erstmal, das schon, aber auch platt. Kommen ja auch manchmal von weit her. Am nächsten Morgen versuchen wir nach dem Frühstück, was sehr wichtig ist, zunächst mal uns verbal, soweit das geht, dem Thema zu nähern. Auch nochmal, um weitere Möglichkeiten zu haben, zu schauen, was ist eigentlich das Problem? Die meisten kommen ja oder werden auch geschickt, weil es ein bestimmtes Problem gibt. Probleme sind die beste Motivation, um zu uns zu kommen. Ja, das kommt ja keiner von sich aus, sondern immer gibt es ein Team, was dahinter steht oder einzelne Betreuerinnen und Betreuer. Und die müssen erstmal überzeugt werden. Und das reine Vermitteln der Nützlichkeit dieses Wochenendes, das reicht häufig nicht. Ja, wenn die sagen, ich möchte gerne oder ich möchte gerne mal was von Sex erfahren, dann werden in vielen Einrichtungen immer noch sie abgebügelt, was ich für eine Grundrechtverletzung halte. Ja, viele Einrichtungen sind erst bereit, wenn es ein heftiges Problem gibt. Zum Beispiel ein gutes Argument ist, einen Stuhl zu nehmen und auf den Tisch zu hauen. Ja, also ein bestimmtes Problem zu machen. Ja, dass so wenig Frauen zu uns kommen, vielleicht doch schon mal ein Hinweis liegt auch daran, dass es nicht ihre Art ist, einen Stuhl zu nehmen und auf den Tisch zu hauen. Sondern dort geht die Frustration mehr nach innen. Männer machen das nach außen und das funktioniert wunderbar. Das führt leider dazu, dass ungefähr 80% derjenigen, die zu uns kommen, Männer sind. Vielleicht rede ich auch am besten von Männern und sie fragen dann einfach nach. Danach kommen die tantrischen Übungen.
Die meisten, die bei uns die Ausbildung machen zur Sexualbegleiterin und Begleiter, kommen aus dem Feld des Tantras. Tantra ist eine bestimmte Art, die Welt aufzufassen aus dem Hinduismus und Bereichen des Buddhismus entwickelt, Tantra. Tantra arbeitet mit Lust, mit Sexualität, mit Begegnung, körperlicher Begegnung. Und das ist hilfreich für uns. Dabei sind wir nicht, teilen wir nicht die Religion, die dahinter liegt, sondern die Methode. Religion hat immer dazu geführt, dass unsere Behinderung schlecht gemacht wurde. Und das lassen wir nicht mehr zu. Das ist eine der Wurzeln aus der Krüppelbewegung damals, nicht? Wir lassen es nicht mehr zu, dass unsere Behinderung in irgendeiner Weise schlecht gemacht wird. Ja, nachmittags gibt es also die tantrischen Übungen. Das sind Übungen, vielleicht haben Sie schon mal gehört, dass einige Einrichtungen begonnen haben, Kuschelgruppen einzurichten, ja, um auch körperliche Nähe überhaupt im erlaubten Rahmen hinzukriegen. Und so müssen Sie sich das vorstellen. Also es fließen keine Körperflüssigkeiten. Jeder kann sich zwar so weit ausziehen, wie er das oder sie das aushalten kann, aber es ist noch alles recht harmlos. Dennoch ist es für Einzelne schon das Höchste, was sie sich aneignen können. Zum Beispiel haben wir unter unseren Gästen auch mal einen Autisten, einen kindlichen Autismus hat man für ihn diagnostiziert. Und wir sehen das auch, dass er ganz andere Wahrnehmungswelten hat. Und zum Beispiel seine Mitte findet, indem er diese Jaktationen, die Sie vielleicht auch schon mal beobachtet haben, immer wieder aufführt. Ja? Und in diesen Kuschelgruppen setzt sich dann eine Sexualbegleiterin hinter ihn und macht diese Bewegung ganz vorsichtig mit. Und selbst ein Mensch, der sonst keinen an sich heranlässt, diese vorsichtige Annäherung, die lässt er zu. Und wenn das Ganze dann in einem Tanz endet, den die beiden aufführen, dann ist das so der Körperkontakt, den wir uns wünschen. Und das funktioniert manchmal. Manchmal nicht, aber manchmal funktioniert das und ist dann ganz gut. Abends, nach diesem Teil, der wieder eine Steigerung ist für die betreffenden Menschen, gibt es dann die Möglichkeit, ein Date zu haben. Das heißt, eine intime Zeit mit einer Sexualbegleiterin oder einem Begleiter. Wobei auch dort es wieder darum geht, die Führung nicht zu übernehmen, sondern den betreffenden Behinderten selber führen zu lassen. Er muss sich dort in der Hochseilwand, muss er sich lernen auszukennen und einzurichten. Und die Sexualbegleiterin hat dann gelernt zu gucken, wann überfordert sich jemand, wo muss sie ein Stückchen zurückgehen, wo kann sie noch ein bisschen bejahend und auffordernd tätig sein. Ja, das sind dann die Dates, da können Sie nachher noch nachfragen. Und am nächsten Tag machen wir die Abschlussrunde, indem wir, soweit das geht, ein Feedback geben über die Erlebnisse und dann letztendlich auch die Betreuerinnen und Betreuer, die dort mitgekommen sind, im Rahmen des Erlaubten, was der jeweilige Behinderte dann uns auch zugesteht, zu informieren. Und dann fahren die nach Hause und dann müssen sie gucken, wie sie mit dem erfahrenen Gelernten dann zu Hause weiterleben können. Und das bedeutet häufig, die Teams zu informieren und
deren Bereitschaft zur Mitarbeit hinzukriegen. Das ist unser Hauptinstrument. Da gibt es noch viele kleine Einzelheiten, was wir dort machen. Zum Beispiel, warum ist es wichtig, dass die Behinderten lernen, dass es auch den Sexualbegleiterinnen und Begleitern gut geht? Warum müssen sie das Geld, das es kostet, persönlich übergeben? Was lernen sie dazu? Was hat das für Auswirkungen?